Komm, 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 komm. Albern. Albern war das nicht. Das waren ganz schön viele Räuber. Also, Rückzug. Hier hinten ein wenig rasten. Und dann müssten wir sie eigentlich aufmischen können. Und dann geht's ans Plündern. Oh, wird schon dunkel. Das ist doch überhaupt nicht sicher. Ja, es ist nicht sicher. Da hast du schon recht. Ich wollte eigentlich auch nur eine Stunde schlafen, damit es. Oder besser, 10 Stunden schlafen, damit es wieder morgen ist. Es wird gleich dunkel werden. Wir haben es jetzt schon neblig. Das ist nicht so super zum Jagen. Zock. So, alles grün, alles gut. Was habt ihr denn Schönes bewacht da? Ein kleines Räuberlager, mit Es einer tut mir leid, ich weiß Brauchen es wir nicht. wirklich noch so ein albernes Ding? Armbrust. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Bogen. Oh, da kommen wieder welche. Oh, kommen sogar ein paar mehr. So. Du bist grün. Oh, und da hinten sind noch Apfelbäume. Sehr gut. Also ja, war definitiv eine gute Entscheidung, hier zu bleiben. Kriegen so ein bisschen Erfahrung. Lay müsste eh aufstufen können, weil sie braucht nur 12 Erfahrungspunkte. Wir kriegen Gold. Kisten zum Plündern. Apfelbäume zum Essen. Alles gut. Wie viel kriegen wir denn so? 40, 28, 26. Boah, das läppert sich doch. Und ein Ring. Bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Brauchen wir wirklich noch so ein 120. albernes Ding? So, von hier kamen auch noch welche. Das ist bestimmt auch hier irgendwo auch noch ein Lager. 300 Gold. Und ich sollte mal rundenbasiert machen. Können sie nicht so gut ausweichen. Wir zwar auch nicht, aber die schießen ja nicht wirklich. Was ganz schön ungewöhnlich ist für Banditen, zumal hier überall Bögen und Armbrüste rumliegen. Aber gut. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Bist du da der Letzte? Schaut fast so aus. Nee, ist nicht grün. Eine Rüstung. Dolch und. Ah, da ist einer. Durchs Runterfallen ausgewichen. So, was haben wir hier? Einen glühenden Kessel. Glühende Kessel haben Substanzen in sie drin, die man nicht vorher checken kann. Und die bringen permanente Resistenzen gegen bestimmte Sachen. Also Feuer, Erde, was auch immer. Die bekommt alle Geogon. Damit er später überlebt. Immer. Bei allem. Feuerresistenz. Sehr schön. Und ein Pilz mit Kraft 1. Nein. So. Aber kein Ring. Kann ich ja mit leben. Wir haben jede Menge Gold gemacht und Erfahrung. Das heißt, wir gucken uns weiter um. Aber erstmal ganz kurz rasten. Ja, komm, auch richtig rasten. Es war ein wenig Verschwendung, weil wir bei 20% Mana oder was waren, aber wir haben es ja. Wie kommen wir da hinten hin? Und was ist das da? Nur ein Stein, ja. Wir müssen. Oh, was haben wir hier? Noch ein Zugang. Nein, wir wollen nicht zur Brakada-Wüste. Was bist du? Du siehst aus wie ein Zugang zur Kanalisation, aber bist keiner. Sehr verdächtig. Wir brauchen hier irgendwie ein Zugangswort oder so. Eigentlich wollte ich aber da hoch. Ein Altar. 10 Glück, permanent. Betet, 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 betet. Schön. Unerhofft. Aber sehr praktisch. Oh, und ein kleines Dorf mitten auf dem Hügel. Fährtenleser, Navigator.
Kundschafter. Seid ihr gekommen, um mit uns von den Meistern zu lernen? Hm? Meister? Das klingt interessant. Erastias ist sicher ein besserer Ort, seit Königin Kasserin auf Schloss Greifenherz regiert. Meint ihr nicht auch? Bisher haben wir sie noch nicht getroffen. Säulen? Im ganzen Land könnt ihr Säulen finden, die euch temporären Schutz vor bestimmten Magiearten gewähren können. Okay. Plattenmeister. Das wäre schick, wenn er schon so hoch wäre. Und Brand der Schöpfer. Brand der Schöpfer, Großmeister der Plattenrüstung, lebt auf einer Anhöhe in der Mitte von Bracada. Mal reparieren, Großmeister. Okay. Was hast du zu Lord Markham zu sagen? Achso, das kennen wir schon. Ha. Hier sind überall Kisten. Aber die sollten wir in Ruhe lassen. Oh, und da oben haben wir eine von den erwähnten Prüfungen. Was braucht man denn für die Prüfung hier? Wettbewerb der Stärke. Ihr habt den Wettbewerb verloren. Gerogon ist nicht stark genug. Okay. Wettbewerb Stärke schreibe ich mir mal auf. Erastia. Wo sind wir hier überhaupt genau? Südosten. So, das machen wir später. Sobald wir noch Stärke haben. Also sobald wir genug rote Fässer getrunken haben. Und wir wollen nicht nach Hamdale. Wir wollen eigentlich das Diebeslager suchen. Das wir dann hoffentlich auch recht schnell auseinandernehmen können. Wenn die Diebe hier ein Indikator sind. Dann könnten wir die Aufgabe in Hamdale abgeben und dann von Hamdale aus zu den Elfen reisen. Also rechts im Osten wäre Hamdale. Was haben wir denn hier? Sümpfe von Deja. Davon haben wir auch schon gehört. Es soll da aber recht gefährlich sein. Aber das müsste eine ganze Ecke hin sein, bis wir in das eigentliche Gebiet kommen. Fehlt jetzt hier irgendwas davor noch? Oder was sagt die Karte? Ein bisschen Platz ist da noch, aber nicht wirklich viel. Oh. Oh, 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 oh. Hallo? Wo kommst du denn her? So. Also, vor uns zwei rote, grüne, grüne, blau. Da hinten ist noch ein roter. Okay, erstmal die roten. Weg. Weg. Ah, doch, läuft gut. Solange die Mana halt reicht, ne? Ach, komm, alle über den Hügel gestürmt. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Säbel schwingenderweise. So, ihr seid jetzt nur ganz normale. Das schaffen wir auch so. Oh, der Rote kommt zurück. Oh, 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 oh. Ja, rückwärts laufen will gelernt sein. Komm, 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 komm. So, Mana ist fast aus. Aber scheint auch. Ist da gerade einer vom Berg gesprungen? Ihr seid komische Banditen. Und wir müssen unbedingt Meditationsexperten-Lehrer finden. Weil die meisten sind ja schon so weit, dass sie 4 Punkte drin haben. Hatten wir den vielleicht schon mal gefunden und wir hatten nur kein Geld? Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. Können wir leider nicht in unseren Notizen nachgucken. In den Notizen werden nur die Meister und Großmeister aufgeschrieben. So, hier sind ein paar runtergepurzelt. Da hinten. Ja, nö. Da laufe ich jetzt nicht hinterher. Hier nix. Wir können schlafen. Sehr gut. Klick. 5400 Gold haben wir schon.
Ja, doch. Definitiv sehr gute Entscheidung, hier zu bleiben. Da hinten sind noch ein paar. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ja, 250 ist nicht zu verachten. Oh, sind noch eine ganze Menge, okay. Aber eigentlich würde ich ganz gerne den da umbringen erstmal. Genau. So. Einmal. Wir haben nicht so viel Platz zum Ausweichen. Ah, wohl doch. Ziehen einfach hier einen Bogen rum. So. Aber ich hoffe, ich treffe nicht aus Versehen irgendwo einen Bürger. Weil das scheint hier ein kleines Städtchen zu sein. Wobei keiner außer Haus ist. Ja, sehr gut. Wie viel hast du noch? Grüne, okay. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Da kommt ein Greif. Ich hab dich nicht aus den angegriffen, oder? Oh. Bitte greif den Räuber an, bitte greif den Räuber an und nicht mich. Mist. Ja. Königsgreif. Nicht schön. Raus, 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 raus. Lauf, 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 lauf. Drehen wir einmal einen Kreis. So, dann müsste jetzt hinter uns her sein. Wann zum Geier habe ich einen Greifen angegriffen? Oder gehört er gar nicht zur Stadt? Könnte ja auch ein Wildgreif sein, aber... Ist machbar. Und vielleicht benachrichtigt er seine Freunde dann nicht, wenn wir ihn jetzt umbringen, still und leise hier in einem kleinen Dörfchen. Ah, zu wenig Mana. Aber das können wir hier ändern. Du trinkst unseren einzigen Mana-Trank. Ja, komm. Wie viele Rufe haben wir? Neutral. Wenn er gleich ganz schön in den Keller geht, können wir uns eventuell hier in der Stadt nicht mehr blicken lassen. Nee. Ah, sehr gut. Das war nur ein Wildgreif. So, schlafen. Oh oh. Ein Räuber? Na komm her. Was hast du dir dabei bloß gedacht? Da kommt eine Gruppe schwer gepanzerter Leute, die Magie um sich schleudern, als wenn es Zuckerwatte wäre. Stürmen dein Dorf, bringen alle deine Kameraden um. Dann ruhen sie sich ganz kurz aus und du willst sie alleine umbringen? Ernsthaft? Schlafen. Weiter schlafen. So. Plündern. Brauchen wir wirklich noch so ein Geschick plus 5 klingt gut. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Du hast doch noch gar keinen Gürtel, ne? Nee. Sauber. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Temporär Geschick. Naja. Ausweichen Großmeister? Nicht so interessant für uns. Achso, die Sachen plündere ich hier ohne irgendwelche Schuldgefühle. Das sind alles Banditensachen bestimmt. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kraft 4. Nö. Kampfkunst Großmeister. Seelenmagie Meister. Benjamin der Ausgeglichene, Großmeister der Seelenmagie. Tulianischer Forst. Ja. Trotzdem. Kein Siegelring bisher. Aber wir wurden vorhin hier hinten überrascht. Also wir sind den Weg lang gegangen und dann kamen hinter uns Banditen raus. Also gucke ich mal hier in der Pampa. Haha, Kiste. Sehr schön. Das tut irgendwie weh. Mein Fehler. Ja. Wenigstens sind wir nicht alle gestorben. Oh. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Ja, doch. Können wir das wirklich brauchen? Bist du wert? 750.
Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So. Also hat irgendjemand noch keinen Umhang? Nein, alle haben einen Umhang. Du hast auch schon Plattenstiefel. Das heißt, du kriegst Plattenstiefel. Können wir das wirklich brauchen? Plus 5 Intellekt. Ja, doch. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Rest kann alles verkauft werden. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Na, hat so noch einigermaßen Platz, okay. Du. Können wir das wirklich brauchen? Bogen. Hat jemand noch eine Armbrust? Nein. Können wir das wirklich brauchen? Das erkenne ich nicht. Können wir das wirklich brauchen? So, kein Platz mehr. Oh, und irgendwo ist ein Bandit. Ja, hier ist definitiv ein Lager. Nämlich hier. Das heißt, wir heilen uns. Dann speichern wir ab. Schlafen müssen wir nicht unbedingt. Weil Mana ist ja voll. Und dann gucken wir uns hier drin um. In den Banditenhöhlen. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Haha, mal gucken. Und versuchen dann hier drin den Siegelring zu finden. Also, bis gleich.